Und in Berlin begrüße ich jetzt sehr herzlich den Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken. Schönen guten Abend nach Berlin. Schönen guten Abend, Herr Kolz. Herr Krüsken, da scheint ja einiges schief zu laufen in der Fleischindustrie, oder? Tja, ich würde hier heute Abend auch lieber über Landwirtschaft reden, aber das ist nicht unser Thema. Ja, in der Tat sehen wir das natürlich auch mit Sorge. Fleisch ist ein sehr empfindliches Produkt und auch ein sehr hochwertiges Produkt. Und wir tun in der Kette relativ viel, um das ordentlich zu erzeugen und haben dann natürlich auch ein fundamentales Interesse daran, dass es dann im weiteren Verlauf der Kette auch unter vorzeigbaren Bedingungen be- und verarbeitet und vermarktet wird. Aber Sie sind ja die Ersten in der Kette, wenn man so will, die Erzeuger. Warum können Sie da nicht mehr Druck erzeugen? Naja, wir haben schon die Situation, dass die Fleischwirtschaft relativ stark konzentriert ist. Sie wissen, dass wir, ich denke, vier Unternehmen haben, die zusammen den Markt eigentlich bestimmen. Das hat Vorteile in Sachen Wettbewerbsstärke, das hat aber in so einer Situation auch Nachteile. Und für Landwirte ist es wichtig, viele Vermarktungsalternativen zu haben. Und wenn die Palette eingeschränkt ist, dann muss man sich auch ein Stück weit danach richten. Sie haben in einem Interview gesagt, dass jetzt schnell Ordnung geschaffen werden müsse. Wie definieren Sie das? Weil mit schnell, schnell ist bei der Thematik ja nicht wirklich geholfen, oder? Ja, das ist natürlich richtig. Und dieses Bedürfnis, Ordnung zu schaffen, ist ja auch schon ein Stück weit überfällig. Weil die Thematik ist ja nicht erst seit gestern auf dem Tisch. Und schnell heißt natürlich im Rahmen des Möglichen. Das ist unsere Erwartung an die Partner in der Kette. Und Ordnung schaffen heißt, dass wir natürlich schauen müssen, dass wir, und darunter leiden wir als Landwirtschaft ja auch, wenn das nicht so ist, dass wir dort vernünftige Arbeitsschutz- und Sozial- und Hygienestandards haben. Was heißt das jetzt eigentlich konkret für Ihre Branche, also in dem Fall die Schweinemester beispielsweise? Ja, wir sorgen uns natürlich auch um die Arbeitsfähigkeit der Fleischwirtschaft. Denn dieser Betrieb, über den wir hier reden, jedes siebte Schwein in Deutschland wird dort geschlachtet. Und wenn das jetzt nun wochenlange und monatelange Blockaden gibt, dann ist das natürlich ein Problem. Es gibt dann einen Rückstau. Und wir müssen sehen, wie wir damit umgehen. Im Moment sieht das noch so aus, als könnten wir das. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir so darauf drängen, dass die Dinge dort schnell in Ordnung kommen. Weil wenn diese Situation sehr lange andauert, dann haben sehr viele Schlachtvieherzeuger ein Problem. Sie haben die Diskussion heute verfolgt. Unisono wird jetzt ja auch von allen Parteien oder in Teilen von oder in Teilen aus allen Parteien gefordert, dass die Werkverträge sehr schnell beendet werden sollten in der Fleischindustrie. Teilen Sie diese Ansicht? Auf jeden Fall sind diese zwei- und drei- und vierfach geschachtelten Konstruktionen nicht nachvollziehbar und auch keinem vermittelbar. Die Frage muss letzten Endes die Fleischwirtschaft selbst beantworten. Wir legen ganz klar den Fokus darauf, dass es hier vernünftige Arbeitsschutzstandards, vernünftige Unterbringungsmöglichkeiten und natürlich auch vernünftige Hygienestandards geben muss. Das bringt mich direkt zu der Frage, auch in der Landwirtschaft gibt es viele Saisonarbeiter, viele Kräfte, die aus den ja auch vielfach genannten Ländern Rumänien und Bulgarien kommen. Wie lösen Sie das Problem? Auch bei Ihnen müssen die Menschen ja untergebracht werden und das wird ja kein Hotel sein. Naja, auf jeden Fall gibt es betriebliche Unterbringungsmöglichkeiten und ich glaube, wir haben in den zurückliegenden zwei Monaten den Beweis erbracht, dass es geht. Denn wenn Sie in die Landwirtschaft schauen, die Betriebe, auf denen Saisonarbeiter untergebracht waren, dann gibt es nur in der Republik ganz wenige Fälle, wo es zu Erkrankungen und kleinen Ausbrüchen gekommen ist. Ich glaube, das haben wir ganz gut über die Bühne gebracht und das haben wir getan zusammen mit einem Hygiene- und Quarantänekonzept, das wir auch mit dem Landwirtschaftsministerium und dem Innenministerium und dem Gesundheitsministerium und dem BMAS abgesprochen haben. Und wir sind natürlich froh, dass uns das geglückt ist. Und deshalb legen wir auch großen Wert darauf, dass die Verhältnisse hier anders sind als in der Fleischwirtschaft. Zu guter Letzt, kurze Servicefrage. Erwarten Sie jetzt große Preissteigerungen dadurch in der Fleischbranche? Also da will ich im Moment keine Prognose wagen. Für diese Frage und auch mit Blick auf die Verbraucher ist sicherlich die Frage relevant, wie geht das jetzt in Richtung Ladentheke? Wird es dort Engpässe geben oder nicht? Im Moment hoffen wir zumindest, dass das nicht eintreten wird. Herzlichen Dank, Bernhard Krüsken nach Berlin. Vielen Dank.